Yo! Und was geht? Herzlich willkommen hier wieder zu einem erneuten Video mit Poke Strahlender Diamant. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind in der Lagerhalle von Team Galactic. Wir sind sie aufgelauert. Wir haben die Lagerhalle entdeckt. Und ich hoffe mal, wir können jetzt durch dieses Tor. Hoffentlich, ich denke mal nicht. Wird wahrscheinlich sehr schwer, den Schlüssel da irgendwie zu kriegen oder die Karte für das Tor zu kriegen, dass wir da durchkommen. Aber ich hoffe mal, Team Galactic, ob die so nett sind, ob die mir einfach so die Karte aushändigen, ich weiß ja nicht. Wir sprechen ihn mal an. Hey, was haben wir denn da? Du gehörst ja gar nicht nach Team Galactic und du bist doch dazu ein Kind. Das, was mit dir, das, was wir mit der Energie vom Windkraftwerk erschaffen haben, ist bereits in Weideburg. Was? Ach, darum geht's nicht. Nee, darum geht's nicht. Ich weiß zwar selber nicht, was ich hier will, aber nee, darum geht's nicht. TM 94 fliegen. Sauber. Setzt du Fliegen über die App vor allem Attacken ein, kannst du blitzschnell in jede Stadt gelangen, die du bereits besucht hast. Das wissen wir. Die verrostete Tür ist verschlossen. Du brauchst einen speziellen Schlüssel. Naja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Die Frage ist jetzt, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Ich glaube, in Schleier, da haben wir soweit alles schon entdeckt. Und wir haben ja halt Fliegen jetzt gekriegt. Ich denke mal, begib dich nach Weideburg. Okay, dann schauen wir doch da mal vorbei. Karte öffnen. Weideburg, wo soll Weideburg denn sein? Da ist Weideburg, also müssen wir nach unten. Gut, weiß ich schon mal Bescheid. Gut, hier den Pokéball, den kriegen wir leider nicht, weil wir da erstmal Kraxler brauchen und den habe ich im Moment nicht. Ja gut, dann gehen wir weiter nach unten. Umgestylt hatten wir uns ja auch schon. Das Outfit steht hier auch wirklich sehr, sehr gut. Und ja, dann bleibt hier als nichts mehr zu machen. Wir brauchen uns gar nicht mehr aufhalten hier. Wir gehen direkt weiter nach Weideburg. Wahrscheinlich jetzt auch erstmal wieder mehrere Trainerkämpfe und wahrscheinlich wilde freie Pokémon sammeln und fangen. Willst du echt Route 214 entlang gehen? Die ist doch total unwegsam und zu sehen gibt's auch nichts. Gut, da ist dieser Ruin-Maniac, nach dem du mal einen Besuch abstatten könntest. Dieser Typ gräbt sich ganz alleine durch dickes Felsgestein. Okay. Dann gehen wir diesen Maniac mal besuchen, wenn wir ihn dann finden sollten. So, Route 214 beginnt einer neuen. Beginnt ein neues Abenteuer. Ab geht's, auf geht's, der älteste Arena-Trainerkampf. Juhu! Achtung, hinter dir! Steht doch gar nichts. Mann, bist du blind. Ich glaube, du brauchst eine Brille. Ja, Seherin, natürlich. Die hat ja überhaupt nichts gesehen. Oder vorhin vorausgesehen. Ganz schwach von dir. Aber ich glaube, das ist jetzt eine blöde Ausgangssituation hier. Oh ja. Das ist wirklich schlecht. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube, wir hätten mal lieber im Pokémon Center nochmal eben gehen sollen. Beuteln, ja gut. Wenn es nur Sword ist, ist eigentlich nicht so wild. Drücken wir uns trotzdem nochmal einen Supertrank rein. Gott. Das Einzige, was ich hasse, ist immer diese Konfulstrahlattacke. Also heute habe ich es auch wirklich nicht mehr im Deutsch. Ne? Neuer Tag, neue Aufnahme. Heute ist komplett lost. So. Ja, dann hau rein in Pflücker. Hoffentlich. Jawohl. Bam, Junge. Tschüss. Nebulak. Würde ich gerne Apollo mehr feiern als ein Nebulak. Kadabra, oh Kacke. Weiter kämpfen. Komm auch effektiv. Jawohl. Pflücker, hau rein. Toll, danke. Danke, Kadabra. Toll, danke. Dann machen wir die Stahlflügel. Damn, Junge. Warum darfst du denn als erstes angreifen? Jawohl. Also Konfulstrahl.
der lohnt sich schon manchmal. Also ich bin selten von meiner eigenen Verwirrung selbst verletzt. Sword 31, sauber. Gerock 32, oha. Traunfugil, ja komm. Einmal weitergekämpft, immer weiterkämpfen hier. Sword ist gerade richtig dabei. Ach, immer noch, okay. Ich dachte nur für diese eine Runde. Bam. Ah, schade. Fusion. So. So, jetzt aber. Hau rein. Wuhu. Mein Plan, dich zu verängstigen, ist gescheitert. Jo. Ja, weil ja auch keiner hinter mir war. Da habe ich mir schon gar keine Angst gemacht. So, hier können wir noch versuchen, ein bisschen zu angeln. Versuchen wir doch unser Glück mal eben kurz. Eine Profi-Angel. Reiner. Vielleicht haben wir ja so ein fettes Garados an der Angel. Ah, oh, shit. Zu schnell eingeholt. Eingezogen. Nochmal probieren. Come on. Beiß an. Ah, da beißt nichts an, oder? Nee. Mann. Ein toter See ist das. Nix drin hier. Ach komm. Egal. Wir lassen's. Ich werde das Pokémon eh noch finden und suchen. Amarena-Bären. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Oh, es gibt aber immer viele verschiedene Bärensorten hier. Zum Beispiel das ganz rechts, das habe ich noch gar nicht gesehen. Tristubären, die kennen wir natürlich schon. Maronbären, die kennen wir auch schon. Aber das, was jetzt da rechts ist, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Granarbären. Okay, ja. Nehmen wir auch mit. Wir nehmen alle Bären, die wir kriegen können, mit. Vielleicht helfen die uns später nochmal. So, da erstmal einen Pokéball holen. Eine Kapsel X Spezialverteidigung. Okay. Ja, die nutze ich ja eigentlich selten, diese Kapseldinger. So, da will noch jemand kämpfen. Abfahrt. Sieg oder Niederlage? Wer weiß doch schon, wie es ausgehen wird. Das wird kein Freundschaftsspiel. Oh ja. Wir kennen uns ja auch gar nicht. Warum auch ein Freundschaftsspiel? Ich bin ja kein Freund von dir. Rollenspieler Fedor. Okay, sieht aus wie so ein Spion. Wie so ein Detective. Goldini, Goldini. Komm rein. Reinhauen den Pflücker. Bam. Ach, schade. Piekser. Aua. Der hat gepiekst. Bifassel 30. Ach, läuft doch hier. Noch ein Goldini. Dann müssen wir aber diesmal das Pokémon wechseln. War das sehr effektiv? Ich glaube ja, ne? Ja, ja, ich glaube, das war sehr effektiv. Dann sehen wir jetzt auch mal wieder Luxtra im Einsatz. Das geile Elektro-Pokémon. Es sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Ach Quatsch, der wird doch nicht schief laufen, der Kampf. Guck, zack, wandelt. Da. Du machst ja Gedanken, Luxtra. Nee, nee, nee. Ja, guck. Dafür kriegst du ein Level ab. Und du darfst sogar weiterkämpfen. Wer hätte es gedacht? So, das war's schon mit den Goldinis. Wofür braucht der Rollenspieler eigentlich die Goldinis? Ich liege gern mal daneben. Ja, man kann es ja nicht herausahnen, wer gewinnt, wer nicht gewinnt. Aber in den meisten Fällen, da gewinne ich dann. So. Wen haben wir noch da? Willst du kämpfen? Sollen wir gegen Nerd kämpfen? Komm. Was? Du? Du hast ein Pokédex? Oh ja.
du nicht? Oder Pokémon-Sammler. Okay, sieht aus für mich wie ein Nerd. So, ach man, immer diesen Stahlflügel nicht sehr effektiv. Ja, komm, pflück dir mal den Pflücker. Ach, Mist. Scheiße. Jetzt können wir aber mal die Stahlflügel raushauen. Nee, nee, nee. Punita, so geht das aber nicht, mir den Arsch dahin zu strecken. Dafür wirst du bestraft. Oha. Nee, nee. Mit mir nicht. Jawohl, Chatterrain 32. Egelsamen. Ja, nicht so wirklich. Nee, nee. Egelsamen brauche ich nicht wirklich. Ja, ja. Ah, noch ein Punita. Pokémon wechseln. Jeder kommt heute mal dran. Jeder, der will und eine sehr effektive Attacke leisten kann, darf gerne heute mal vortreten. Habe ich mir fast gedacht. Ey, wird mal Zeit, dass Bifas mal eine richtig geile Wasserattacke kriegt. So Blubstrahl oder so würde ich mir schon fast wünschen. Aber läuft er mit unseren Leveln hier? 32 schon. Hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an. Digga, wie viele Punitas hast du denn bitte? Ich dachte, du wärst ein Pokémon-Sammler. Und sammelst verschiedene Pokémons und nicht nur ein Pokémon. Wahrscheinlich ein großer Fan von Punita. So wie das aussieht. Ach, Tackle. Damit kannst du nichts bewirken. Bam. Guck, so geht das. Na, kommt noch ein Punita? Jawohl, Hundemorgen 25. Perfekt, ein Glück. Ich bin so neidisch auf dein Pokédex. Ach, Quatsch. Frag Professor Eich an. Oder, nee, Elbe hieß der, glaube ich. What? Nein! Chelterain, ich habe mich so an deinen Namen gewöhnt. Jetzt musst du dich wirklich entwickeln. Krass, okay. Letzte Entwicklung. Die dritte Entwicklung. Ab geht's. Nanu, Chelterain, du willst dich wirklich entwickeln? Let's go. Geil. Oh, shit. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet mit der Entwicklung. Junge, dieser Schildkrötenpanzer mit dem Baum da oben drauf. Einfach nur schmackhaft. Chelterer. Geil. Fühle ich, liebe ich und lieben wir. Versucht Erdbeben zu erlernen. Oh yeah. Natürlich. Oh, kacke. Batterieleistung. Shit. Boah, fuck. Was mache ich weg? Strauchler. Strauchler ist schon eine geile Attacke, ja. Stärke nur 55. Rasierblatt. Bis 60. Ja, würde ich schon gerne lassen. Strauchler. Ja, komm. Ich muss Strauchler wegpacken. Ich glaube, wir haben sogar noch eine Therm-Attacke mit Strauchler. Geil, Erdbeben. Junge, wie fett bist du denn bitte? Passt du überhaupt noch in den Pokéball rein? Geil. Jetzt wird er wahrscheinlich noch langsamer hier durch die Gegend laufen. Oh Mann. Aber richtig, richtig geil. Ich feiere das Pokémon. Also, das die dritte Entwicklung von allen drei Starter-Pokémon dieser Edition. So, jetzt kommt ein Weiberkampf. Oh, du möchtest mir das eher Pokémon beibringen? Ja. Wie man sie richtig beherrscht, wie man richtig mit ihr kämpft und sie richtig doll lieb hat.
Wo war Dame? Ach so, ja, okay. Ich habe das Pokémon irgendwie anders in Erinnerung. Aber richtig geil, dass der jetzt Erdbeben kann. Ist er eigentlich auch Boden- und Blatt-Pokémon? Aber direkt Erdbeben so. Geil. Wow, das kannte ich doch gar nicht. Oh ja. Hast du jetzt was gelernt, Milady? So, gut. Abfahrt, weiter geht's. Trainer und Trainerkampf hier. Ah, nee. Jetzt noch nicht. Ja, doch, wir müssen. Auf eine Art müssen wir. Ich habe die Präsenz eines Trainers gespürt. Und das warst du. Ja, ich bin vor dir weggelaufen. Ich wollte nicht. Oh ne, der hat wieder noch Psycho-Pokémon und Geist-Pokémon. An Alpollo wenigstens. Dann habe ich das schon mal eingetragen im Pokédex. Jawohl. So muss das sein. Ach, schon wieder die gleichen Pokémons, ey. Habt ihr alle nur die gleichen Pokémons? Erste Runde immer dieser Drecksaussetzer. Mist. Nee, du wirst überhaupt nicht gestreichelt von mir. Du beißt mich ja dann. Mit deinem Schnabel. Hm, toll. Jawoll. Haha. Bringt deine Psychkraft auch nichts mehr. 32, sauber. Eckbert. Wer dich besiegen will, wird es einfach nicht haben. Wird es nicht einfach haben. Ja. Naja. Mich kann jeder besiegen. Ich kann auch alle besiegen. Aber manchmal muss ich den jetzt hier wirklich schon fast zur Seite schieben hier. Ist ja geil. Ja, kommt halt immer nur drauf an, welches Pokémon man gerade da hat. Meiner Sammlung zuliebe kämpfe ich auch mit Trainern, die ich nicht besiegen kann. Das macht einen Sammler aus. Ja, auf eine Art, ja. Oh Gott, schon wieder Ponitas, komm. Roselia, gut, dann hast du heute diesmal drei Roselias dabei. Die mache ich auch fertig. Eigentlich müsste ich ja Billy fast nach vorne tun, dass der mal so ein bisschen Level abkriegt. Aber Sword macht eigentlich eine ganz gute Arbeit hier auf Route 217. Roselia, komm, weiter kämpfen. Wir gehen jetzt da so durch. Ach Quatsch, der wird nicht schief laufen, Mann. Du und deine Gedanken, Sword. Nee, nee, nee. Na super, danke. Danke für nichts. Drecksvergiftattacke, yo, warum so viel? So, das war's mit dir. Geh heulen. Mit deinen Roselias. Sammeln ein anderes Pokémon und dann komm nochmal wieder. Auf deinen letzten Angriff kannst du stolz sein. Hm. Wann halt die gleichen Angriffe wie sonst? Na gut. Oh Gott, hier gibt's Trainerkämpfe weit und breit. Ja, hier unten gehen wir schon wieder weiter. Das will ich jetzt erstmal nicht. Wir müssen uns den Pokéball hier schnappen. Ein Top-Trank. Das hat sich gelohnt hier.
bam, badam, bam, bam. Ich habe mich auf die Reise begeben, um die Rätsel der Welt zu erkunden. Das hat mich ziemlich stark gemacht. Oh Gott. Das will ich sehen. Ich glaube eher nicht. Oh Gott. Onyx? Oh, Schilterus. Mhm. Mhm. Hätte ich auch gerne das Pokémon. Ich glaube, Boden- und Stahl-Pokémon. Hä, war das nicht sehr effektiv für so eine Flugattacke? Hm, naja, egal. Stahlflug da rein. Hau rein. Hm, sehr wenig. Das wird sehr effektiv sein. Oder doch nicht? Ja, shit. Und wir sind noch vergiftet. Boah. Junge, du hast so ein Glück mit deinen 1 HP. Da, Chelterain. Jetzt sehen wir Chelterain. Ne, nicht mehr Chelterain. Cheltera. Ja, Cheltera. Da muss ich mich jetzt nochmal dran gewöhnen. Erstmals wieder im Einsatz. Oha. Boah, das ist aber auch ein fettes Viech. Wie soll ich das Viech denn streicheln? Chelteray. Cheltera und ja. Okay, Erdbeben. Ab geht's. Das erste Mal Erdbeben. Jawoll. Ach, ich liebe das Pokémon. So ist es. Was für eine Enttäuschung. Oh ja. Für dich? Für mich nicht. So, was hast du hier zu verstecken, dass du mit mir kämpfen wolltest? Och, nö, komm. Warum will denn jeder mit mir kämpfen? Ich habe das Gefühl, dass hier etwas Geheimnisvolles verborgen liegt. Wie dem auch soll, ich werde dir im Kampf zeigen, welche Pokémon ich entdeckt habe. Woher wusste ich jetzt, dass ich dachte, dass der was verstecken wollte? Aha. Cognodon. Das ist auch ein Name, ne? Aber es heißt halt Cognodon. Sehr, sehr geiles Pokémon, auch der in der Entwicklung. So, jetzt muss ich leider doch nochmal Chelterea erholen. Ja, perfekt. Er kann mir eh nichts antun. Bisschen schläfrig. Nichts schläfrig hier. Du musst jetzt Attacke machen. Abfahrt hier. Dann bist du nicht mehr schläfrig. Oder gönn dir Energy. Zu Pokémons so ein Energy-Napf dahin legen. Weiterkämpfen. Das wäre doch mal was. Dann sind sie nicht mehr schläfrig. So, Erdbeben nochmal. Na, come on, Willy. Na toll. Ah, dann muss der Biss halt her. Nimm ich auch. Jawoll. Doch mal Biss. Schmeckt mal so eine richtig geile Metallplatte. Mh, war doch bestimmt sehr lecker. Hoffentlich sind da nicht die Zähne abgebrochen. Sauer, 26. Prügler zu erlernen. Boah, mal gucken. Smog, Tiefschlag. Was macht der Prügler? Der Anwender greift zusammen mit allen Mitgliedern seines Teams ein Ziel an. Je mehr Pokémon sich im Team befinden, desto höher die Anzahl der Angriffe. Achso. Ja, komm, wir können Brüller dafür wegmachen, weil Brüller brauche ich eigentlich gar nicht. Nächstes Kleinstein. Weiterkämpfen. Ich glaube, Erdbeben ist da auch sehr effektiv bei. Oh ja. Megasauger wäre auch drin. Kommt, Megasauger. Da kriegen wir wenigstens. Boah, nee, come on. Ein HP noch. Dann kriegen wir wenigstens wieder ein bisschen KP.
Okay, komm. Als letztes den Erdbeben. Als finale Attacke. Ja, läuft. Bin ich fast 31. Sauber. Ich kann nicht mit den Pokémon gewinnen, die mir noch nicht vertraut sind. Ja. Das kannst du echt nicht. So, und was versteckst du jetzt hier? Komm, was versteckst du hier? Zeig's mir. Hoffentlich ein geiles, wildes Pokémon. Nee, nicht wirklich. Das habe ich schon. Das habe ich schon 30.000 Mal gesehen. Ich will ein anderes Pokémon sehen. Nicht mehr das gleiche. Gib mir so ein Schilterus oder so. Dann bin ich glücklich. Ah, eine Höhle. Okay. Ach, da hätten wir von oben rein auch gehen können. Ja, super. Okay, ja, ich würde sagen, wir gehen dann in die nächste Folge mal in die Höhle rein. Mal gucken, was es da zu entdecken gibt. Und wenn halt nicht so viel, gehen wir halt wieder in Schleiede. War das Schleiede? Nach Weideburg. Wir gehen dann nach Weideburg. Also bleibt auf jeden Fall noch viel zu entdecken. Bleibt auf jeden Fall noch spannend. Gerne reinschalten. Würde mich natürlich mega freuen. Und wenn du natürlich nichts verpassen willst, gerne, gerne ein Abo dalassen. Würde mich natürlich mega, mega freuen. Wir sehen uns. Haut rein. Danke fürs Einschalten. Tschö mit Ö. Euer Moreno.